Der Kriminalbeamte Christian Ries, Abgeordneter der Freiheitlichen aus Rust am Neusiedlersee, ist nun am Wort. Frau Präsidentin, Herr Bundesminister, ich möchte jetzt gar nicht über den Fehlstarterbonus sprechen, denn es ist für mich ein Fehlstart in die Pension, wenn ich auf der einen Seite 60 Euro gewinne und auf der anderen Seite 300 verliere. Über was ich heute sprechen will, ist der VKI. Was dem Deutschen die Stiftung Warentest ist, ist dem Österreicher der Verein für Konsumenteninformation. Der VKI ist weisungsfrei und unabhängig seit 60 Jahren im Dienste der Bürgerinnen und Bürger tätig. Er prüft kompetent und objektiv Waren, Dienstleistungen, Versicherungen, vertragliche Bedingungen und so weiter. Er führt Beratungen durch und klagt auch im Dienste der Konsumenten, wenn der einzelne Konsument dieser Klage gar nicht gewachsen wäre, weil er sich einer Armada von Rechtsanwälten gegenüberstehen sieht. Allein im Jahr 2019 waren das 287 gerichtliche Verfahren mit einer Erfolgsquote von über 90%. Ich denke, das spricht für sich. Auch der weitere Tätigkeitsbericht 2019 ist durchaus beeindruckend. Fast 70.000 Beratungen, 1.500 Interventionen, 136 Tests. Über 100.000 Mal wurde die Fachzeitschrift Der Konsument verkauft und Millionen Besucher auf der Homepage bestätigen auch, dass der VKI auf dem richtigen Weg ist. In der Corona-Krise tat sich der VKI besonders hervor durch die Reisehotline und das, ohne dass es zu Budgetüberschreitungen kam. Seine Finanzierung beschreitet der VKI zu 75% aus eigenen Mitteln durch den Verkauf seiner Druckwerte und durch Beratungen. Auch ich bin seit über 10 Jahren Abonnent des Konsumenten und bin sehr zufrieden. Diese Leistung könnte ich in Österreich nirgendwo anders beziehen. Den Rest des Budgets des VKI bringt die Arbeiterkammer auf und das zuständige Ministerium. Und da sind wir jetzt auch schon am Knackpunkt, denn diese Finanzierung aus dem Budget muss alljährlich neu beschlossen werden. Alljährlich, das heißt, es gibt keine dauerhafte finanzielle Absicherung, damit der VKI langfristig planen kann, wie das eigentlich erforderlich wäre, muss man sagen. In einer Konsumgesellschaft, der wir heute leben, denke ich, dass der VKI einfach unersetzbar ist und ich wüsste keine andere Institution in Österreich, die den Platz des VKI einnehmen könnte. Der Herr Bundesminister Anschober hat in einer schriftlichen Anfrage zugesichert, im nächsten Jahr dauerhaft für eine finanzielle Absicherung des VKI zu sorgen durch ein VKI-Finanzierungsgesetz. Herr Bundesminister, wir nehmen Sie beim Wort. Wir werden mit Argusaugen darauf sehen, dass das nicht in Vergessenheit gerät und auch nicht in ein Corona-Budgetloch fällt. Und Herr Bundesminister, noch eine Bitte. Wenn Sie dann Ihre Corona-Schock überwunden haben und die ständigen Pressekonferenzen etwas gelockert sind und ein Ende nehmen, bitte versuchen Sie, mehr für den Konsumentenschutz aufzubringen. Die österreichische Bevölkerung hat das verdient. Das war Christian Ries von der Freiheitlichen Partei. Er war der letzte Debattenteilnehmer zum Budgetkapitel Soziales, Pensionen und Konsumentenschutz.